Huhu, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer grundlegenden Runde Sons of the Forest. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, und wir werden heute unseren Grundriss legen, ne? Unser Fundament, was wir hier hinsetzen werden. Und zwar habe ich mir gedacht, wir bauen einzelne Häuser. Also ein Wohnhaus, ein Lagerhaus, nachher noch eine Garage, dann noch ein Fleischhaus. Also ich will auf jeden Fall ein Haus haben, wo ich mein ganzes Fleisch auch bewahren kann. Werdet ihr schon später noch sehen, was ich meine damit. Erstmal müssen wir natürlich zu jedem Bauvorhaben gehört Holz besorgen. Das ist kein Geheimnis. Holz besorgen. So, wir haben schon ein bisschen was hier. Und deswegen werden wir uns mal ganz kurz da vorne eine kleine Station bauen, wo wir unser Holz hinschicken können. Und zwar habe ich mir gedacht, hier vorne ist die Ecke ist eigentlich ideal, um sich hier ein Wohnhaus hinzuzimmern. Das heißt, wir brauchen das Holz hier ungefähr. Auch für die anderen Vorhaben dann noch, die kommen. Und damit uns das nicht nach hinten weglutscht, bauen wir oben einen Querbalken drüber und setzen das Seil oben an. Ja? So. Wir müssen mal schnell ein Seil mitnehmen. Ich habe keinen. Habe ich noch ein Pistolenseil? Habe ich doch gewusst. Die habe ich nämlich auch eingelagert. Hier. Komm, dann mache ich zwei Stück wieder mit. Wer weiß, wann wir noch eins brauchen. So. Mal gucken, ob das klappt, denn nicht, dass wir unten durchsegeln. Da bin ich mal gespannt. So. Und jetzt habe ich mir gedacht, ganz oben ansetzen. Ganz oben. Damit die nicht durchsegeln. Und dann hoffe ich, dass sie da unten runterfallen und da liegen bleiben. Und da bin ich zufrieden. Und jetzt merke ich, dass die Stocklager echt im Weg sind, wa? Leider. Aber das umgehen wir einfach, indem wir die Seilbahn hier so durchschießen. Quer. Kann ich die auch von der anderen Seite? Ja, doch, das ist gut so. So. Das ist gut so. Komm, lad mal gleich nach. Dann haben wir wieder einen auf Reserve dran. So. Dann können wir jetzt nämlich hier stehen, hoffe ich. Und die rüberschicken, ne? Nee, können wir nicht. Ja, es ist klar. Das war ja so klar. Und hier können wir sie auch nicht schicken. Das heißt, wir müssen sie hier schicken. Na gut, man kommt doch ran. Okay, alles klar. Super. Nee, alles gut. Alles gut. Dann hätten wir es doch vorne an. Ja, dann spanne ich es jetzt gleich nochmal neu. Ich gucke mal, ob die Stämme da auch runterfallen oder durchsegeln. Nee, die segeln durch, ne? Ja, dann müssen wir eh nochmal. Wir müssen eh nochmal was machen. Dann gehen wir schnell. Komm her. Wir gehen mal ganz schnell hin. So. Das können wir ja so nicht lassen hier. Das können wir ja so nicht lassen. So. Nee, Taschenlampe kannst du wieder wegstecken, mein Bester. Die brauchen wir hier nicht. Nicht den? Den. Und die ersten, meine Lieben, die setzen wir schon mal. Guck mal, ich habe mir nämlich gedacht, dass wir hier so gerade rübergehen, unser Wohnhaus. Na, vielleicht, man könnte sogar, wenn man hier so anfängt, sag ich mal. Vielleicht, ne? Hi, Kelvin. Na, nichts zu tun, mein Bester. Ich überlege gerade, ob wir die vielleicht auf ein Viertel hochsetzen müssen, weil wir nachher nicht hinkommen mit hier, mit der Höhe. Nachher können wir hier eventuell nicht weiterbauen. Ich glaube, wir müssen die hochsetzen. So, ja, jetzt gibt sie mir natürlich keinen Punkt vor. Okay. Naja, wir machen das. Wir setzen den hoch. Ja, so. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir gerade sind. Ich würde sagen, so ein bisschen so, ne? Nee, da muss noch ein bisschen weiter nach rechts rüber, glaube ich.
Oh, ist ja praktisch mit meinen Fußspuren unten. Das passt nicht zu dem Strandabschnitt hier vorne. Das passt so nicht, glaube ich. Da muss noch ein Stück. So. Sorry. So. Okay. So lassen wir es jetzt aber auch. Passt schon. Müssen mal testen, ob es jetzt dann reicht, ein Viertel, oder ob wir nachher mehr brauchen, ne? Als ein Viertel. Mal gucken. Aber müsste eigentlich reichen. Ja, da kommen wir drüber, glaube ich, jetzt. So passt es schon. So, die Wand dürfen wir uns nicht wegreißen, also Holz. Gut, die funktioniert ja auch prächtig. Vielleicht sollte man die ein bisschen höher hängen, damit wir auch hin und her können, ne? So gesehen. Das werden wir auch machen. Nur ein bisschen höher. So. Hi, Kelvin. Und jetzt ist auch egal, wenn sie unten durchplutschen. Jetzt können sie auch unten durchplutschen. Ist mir wurscht. So, wie viel haben wir denn hier noch? Zwei nur noch. Ja, von hier war besser. Von hier kann man ran an das Lager. Ich glaube, von hier geht das nicht wegen dem. Ja, ist der Abstand zu weit. Schade. Haben wir die Stocklager vielleicht sehr großzügig gebaut. Sag ich mal. Überleg, ob man die schnell mal umräumt. Einfach mal hier so hingestellt, ne? Ach so, voll. Okay. Halt. Muss das aufheben. Den konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Der hat mir so ins Auge gestochen. Vielleicht können wir hier sogar später noch ein Baumstammlager hinbauen. Mal gucken. Na, Kelvin, was geht, mein Bester? Ja, du, wir haben noch keinen Ort, wo wir rumchillen können. Die müssen wir erst noch bauen. Aber kommt, mein Bester, kommt. Glaub mir. Ne, die reinste Chill-Out-Lounge wird es. So, da haben wir alle umgeräumt. Hat doch gut geklappt. So, dich nehmen wir auch nochmal weg hier. So. Zack. Sehr schön. Kevin, was geht? Es war nur einer. Nee, es waren zwei. Der ist ja wieder hier hinten gelandet. Oder war der vom Pullen noch? Kann auch sein. Ich wollte gucken, ob wir hier durchkommen. Nee. Deswegen habe ich es nämlich Doch. Ich habe den Pfeil nur nicht gesehen. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Kelvin, wir müssen Holz besorgen. Also ich muss Holz besorgen. Auch alles voll. Okay. Können wir irgendwas bauen mit Stöcker? Was fehlt uns? Wir könnten mal so ein Bettchen hinzimmern, damit wir erstmal das komische Speicherzelt abreißen können. Wobei, es sieht eigentlich ganz geil aus. Kann man das Bettchen da rein? Ey, das kann man ja da reinstellen. Das ist ja schön. Das ist ja lustig. Schön. Tada.
Kelvin, ich habe ein Bett und du? Ach guck mal, jetzt kann ich auch da oben speichern. Jetzt kann ich da speichern, kann ich da speichern, kann ich da speichern. Ist das herrlich. Überall kann man speichern. So, das andere Fleisch ist alles trocken. Das ist schön. Ne, mir ist aufgefallen, mit dem Trockenfleisch war vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Denn das zieht extrem viel Wasser weg. Gerade jetzt, wenn wir den die Auswirkungen des Überlebensschadens auch extrem hoch haben. Muss ich sagen, wenn ich so ein Stück Trockenfleisch esse, ja, das ist schon eine ganze Menge Flüssigkeit, die er mir abzieht. Schmutziges Wasser. Ja, man könnte mal nochmal Wasser kochen, auf jeden Fall. So. Dann können wir uns auch gleich ein Stück Trockenfleisch gönnen, wenn wir genug Wasser haben. Aber wir lassen das Wasser mal kochen. Das Wasser kann durchkochen, das ist egal. Wir gehen mal kurz ein bisschen Baumstämme organisieren. So. Natürlich schade, weil wir immer noch kein Gräck kochen konnten. Das heißt, das Baumfällen dauert dann doch ein bisschen länger. Ja, es sei denn, es kommt jetzt mal zufällig einer vorbei. Ich guck mal kurz hier oben. Was ist eigentlich hier? Hier habe ich auch noch nie hochgeguckt, ne, was hier so los ist. Nicht, dass hier meine Gregzucht gleich nebenan ist. Und ich das immer nicht mitbekommen habe. Aber so ein kleines Camp oder so, glaube ich, gibt es hier nicht. Ist auch eine schöne Aussicht hier oben, ne? Da unten ist so eine freie Rasenfläche. Könnte sein, dass da vielleicht ein Camp ist. Oder wollen wir noch mal... Wir gehen mal kurz nochmal auf die Ebene hier hoch, wenn es eine Ebene ist. Ja, nee. Hier ist aber auch so nichts mehr. Ja, der Weg führt zur Wasserstelle. Was ist denn da oben drauf? Da ist einer. Da ist ein ganzes Dorf. Oh, war ja das einer mit dem Bootsmotor. Ist ja geil. Da ist einer mit dem Bootsmotor. Ach du Scheiße, jetzt kommt der auch noch. Ach du Scheiße. Alter Schwede! Alter, ist Paddy oder was? Boah, Alter, kam der angerannt hier. Bums! Alter! Guckt euch das an, ey! Hat der den Wald gerodet mit seinem Bootsmotor? Ja, mein kleiner, na, bleib doch stehen. Einfach, bleib einfach stehen. Ey, sag mal. Was ist mit meinem Aiming los hier? Oh, wo kommst du denn her, mein Bester? Will ich ja nicht stören, aber ich brauche meinen Kopf. Danke. Gib mir mal bitte meinen Pfeil wieder. Danke. So. Jetzt gucken wir mal gleich nach dem Bootsmotortypen. Der interessiert mich. Aber einen nehmen wir hier mit. Ne, lass ihn nicht liegen, ich brauche einen Kopf. So. Sehr schön. Alter Schwede. Geht es auch leiser, bitte, ja? Wäre mir ganz lieb, ja, wenn sie mal ein bisschen ruhig sind, ja? Ja, guck doch nicht so. Psst, leise. Ist schon vorbei. So, was ist denn hier noch jetzt? Also ein Köpfchen haben wir jetzt endlich. Jetzt können wir uns einen Gräck kochen. Aber jetzt, wenn wir schon mal hier waren, dann gehen wir auch gucken, was hier los war hier so, ne? Und wo kamen die denn von hier?
Aha, hab ich's mir doch gedacht. Hab ich's mir doch gedacht. Schön, Kisten. Luten, 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 luten. Oh, eine Zeltplane. Oh, Stoff, sehr schön. Und Portemonnaie. Ein Portemonnaie. Kohle. Ja, die Kohle liegt hier und Portemonnaie liegt im Zelt. Super. Ihr seid ja schlaue Leute hier. Sorry. Jetzt habe ich euer Zelt kaputt gemacht. War keine Absicht. Ich will eigentlich nur ein bisschen was gucken. So, dann sind wir hier schon mal durch. Was haben wir hier vorne noch? Das sieht ja nicht sehr einladend aus. Ist das eine Bank? Nee. Oh, ein Arschsessel. Geil. Der Arschsessel, der berühmte. Da ist er wieder. Ne? Ja, früher oder später setze ich mich dann nochmal drauf. Ne? So, und dann haben wir hier nichts mehr. Nee. Ein wildreißenden Fluss, ja. Toll. Ach ja, würde ich sagen, gehen wir mal zurück, ne? Gehen wir mal zurück. War ein kleiner lustiger Ausflug. Wir haben jetzt endlich einen Kopf gefunden. Und merken uns das hier mal. Ach, wisst ihr was? Wir werden mal noch, wenn der noch da liegt. Ich weiß nicht, ob die noch da liegen. Dann nehmen wir zum zweiten, dann nehmen wir die eine Leiche nehmen wir mit und dann holen wir so einen zweiten Kopf. Der Bootsmotor ist noch an? Ich hab den doch zerstört. Ihr seid Zeuge. Ich hab den doch zerstört. Ja, der ist noch da. Sehr gut. Komm mit. So, ich brauch dich. Oh. Hey, Kollege. Ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Glaub mir. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht so. Der rennt mir hinterher. Ich höre den hinter mir. Der will seinen Kollegen abholen, ja? Nee, 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 nee. Ist meiner. Den gebe ich nicht mehr her. Das ist meiner. So, da sind wir auch schon wieder in heimischen Gefilden. Dann würde ich sagen, damit das hier nicht verlustig ist, der liebe Mann, bringen wir den mal rüber und lagern uns den mal ein. Ja, schade, dass man immer noch keine Leichen an die Transportrutsche hängen kann. Das geht immer noch nicht. Das hätten wir ruhig schon mal fixen können zwischendrin, ehrlich gesagt. Aber nee, leider noch nicht. So. Endlich ein Greg, dann geht es auch mit den Bäumepellen denn nachher gleich viel schneller. Meine Lieben. So, bleibt mal kurz hier liegen. Ein Beinchen, noch ein Beinchen. Zwei Ärmchen und ein Köpfchen. Und jetzt brauche ich mal kurz von dir dein Köpfchen. Ups, daneben. Danke. Das Ärmchen. Und ein Beinchen. So. Und du wirst Reste verwertet. Wir lassen hier nichts verkommen. Allerdings müssen wir erstmal hier kurz was futtern und ein Stückchen Wasser nehmen. Die Flasche war ja voll. Da brauchen wir nichts nachfüllen. Aber wir haben hier ein Portemonnaie gefunden. Das öffnen wir uns nochmal. Ja, sehr schön. Toll. Schafgabe. Aha. Komm, heb mal auf hier. Schmeiß mal den Kollegen da rein. So. Du machst mal Knochen. Und wir bauen uns mal ganz schnell kurz ein Knochenlager. Da ist es. Auch schade, es passt da nicht rein. Doch. Komm. Sehr schön. So. Ne? Gib mich deine Knochen. Danke. Gleich mit da reinpacken. Hier ist alles noch schön voll. Batterien haben wir wieder weggelegt. Sehr gut. Er ist hier auch komplett. Für die nächste Mahlzeit, Greg. Aber erstmal müssen wir überhaupt mal Greg kochen, ne? Also wir haben jetzt das Wasser. Da werden wir jetzt mal ordentlich von schlürfen.
So. Und jetzt müssen wir neues Wasser holen für Greg. Ich überlege gerade, ob man in der Höhle war, da nicht auch Wasser? Aber da muss man auch so weit laufen. So, endlich Greg. Endlich Greg. Lecker, lecker Greg. Und den ersten Greg kochte er sich gleich sofort. Vor Ort. So. Das nenne ich doch mal Bedienung hier. Ein Stock reicht uns wahrscheinlich nicht. Komm, wir brauchen mal noch einen zweiten hier. Danke. Ich hatte hier eigentlich schon mal eine Feuerstelle, glaube ich. Nee, noch nicht, ne? So. Die können wir öfters mal hier nutzen. Wir bauen mal ein bisschen was. Ach so, eigentlich wäre es besser, wenn man hier. Jetzt habe ich ja eine Idee. Muss doch auch hier gehen, wenn man hier eine Fischreise hat, ne? Braucht man nicht mal hier rumrennen und den doofen Fisch fangen. Da können wir einfach eine Fischreise hier. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, komm her. Na, mach weg. Dankeschön. Gib mir die Stöcke. Meine Stöcke. Und noch nicht ganz fertig. Alter Schwede, hast du mich erschreckt. Bist du bescheuert oder was, hey? Sag mal, kannst du mir ins Ohr schreien? Früher haben sie es auch gemacht, aber dann waren sie nicht direkt neben mir. Alter, habe ich mich erschrocken. Er sich aber auch, so wie es aussah. Ja, auch ganz schön erschrocken. So, jetzt brauchen wir die Reuse fertig. Ja. So. Ja, jetzt muss man ein bisschen die Augen aufhalten hier. Solange der Greg noch kocht. Oh, ein Beinchen. Ups, die spawnt. Der ist wieder weg, wa? Der hat kurz sich erschrocken, mich erschrocken und ist abgehauen. Okay. Soll mir ganz recht sein, ehrlich gesagt. Soll mir ganz recht sein. Ich habe genug Stress gehabt heute. Allein schon der komische Bootsmotor-Typ war ganz geil. Das habe ich gefeiert. Hab allerdings auch schon wieder zwei Mutantenhäutchen eingebüßt irgendwo. Ne? Ja, nicht, dass er mich hier überrascht. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Ne, von hinter mir kommt er, glaube ich, nicht. Der geht nicht durch den Fluss. Oder doch? Weiß nicht. Nicht, dass er sich hinten rumschleicht. Ja gut, eigentlich könnte er jetzt kommen, weil ich habe wieder Platz für Greg im Inventar. Da kommt er doch. Ah, wenn wir vom Teufel sprechen. Na, sieh mal einen an. Hallo, hu. Ich brauche endlich den modernen Bogen. Das ist ja scheußlich mit der Grumpe hier.
Geht ja gar nicht, ey. So, was braucht man denn Schönes? Wir brauchen ein Köpfchen. So. Wir brauchen ein Ärmchen. Ein Beinchen. Noch ein Ärmchen und noch ein Beinchen. So. Wo ist denn dein zweites Ärmchen? Danke. So, haben wir den auch verwurstelt. Den Kollegen hier. Und der Crack ist fertig. Was für ein geiles Timing. Warte ich jetzt auf die Knochen? Eigentlich ja, aber geht ja schnell. Ja, dann würde ich sagen, Holz beschaffen, ne, danach. Jetzt, sehr schön. Hier, Knochen. Und ab nach Hause. Wir bauen auch noch eine Seilrutsche hier rüber. Das ist ja unmöglich, der Weg hier. Jedes Mal laufen. Ach, ich freue mich schon, wenn der bessere Bogen da ist. Mit dem Bogen kämpfen ist echt grausam. Das ist eine Qual. Wirklich. So, da sind wir wieder. In unser Seilbahnsystem hier. Internes Seilbahnsystem. So, das ist ja schön. Da haben wir es echt tatsächlich geschafft, endlich unseren Greg zu kochen. Der wird uns echt tierisch helfen, wenn wir unsere Holzholaktion dann gleich starten oder nachher haben. Aber für diese Folge hier würde ich sagen, war es das erstmal gewesen. Danke, dass ihr dabei gewesen wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es hier dann weitergeht und wir weiter an unserem Häuschen basteln. Ne? Bis dahin erstmal einen schönen Tag euch. Tschüssi.